7 serving 10. Oh! Der Nasenblutmoment der Woche wird präsentiert von GTÜ. Auf der 1, Marek Schottola. Mit 2 von 3 möglichen Appearances ist der neue Stammdiagonale aus Berlin, zumindest was das Nasenbluten angeht, jetzt schon auf Ben Patch-Niveau. Ui. Und Basketball spielen kann er auch noch. Wir machen weiter mit so einem kleinen Throwback-Moment und Juro Petrušić. Wir springen zurück in die letzte Saison. Da hatte er folgenden Schmankerl für uns. Wirklich genau das, was man sich nach einem hohen Pass auf die 2 von seinem Diagonalen erwartet. Und er hat schon wieder zugeschlagen. Bei seinem ersten Einsatz in der Saison, in einem eh schon desaströsen Spiel gegen die Helios Grizzlies, wirklich eine unterragende Leistung von den Hachingern, wollte Juro es erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen mit dem Kampfbritschak. Reicht aber nicht ganz. Und in Notsituationen musst du deinen Diagonalen natürlich suchen. Und dann hieß es, Juro, Unleash the Dragon. Oh. Ein Rollshot, den wirklich nur die eigene Mutter lieben könnte. Aber ich finde es ehrlich und wichtig, dass er den auf seine Kappe nimmt. Weiter geht's mit der schönsten Glatze im Bouncehaus. Giga Stern und wieder Beteiligung von Marek Schottola. Diesmal aber nur passiv. Setzt Konfusion ein. Wenn die polierte Glatze einfach mal wieder den Zuspieler blendet. Ui, und das war eine ganz wilde Nummer. Konfusion und wenig Konklusion gab es aber auch auf der anderen Seite. Und schon wieder mit Beteiligung von Marek Schottola. Was ist denn da los? Und es gab ja so eine Bilderrahmenveranstaltung, wo ein Japaner den Titel bester Libero des Bouncers bekommen hat. Aber das würde ich jetzt nochmal in Frage stellen wollen. La concha de tu madre, no sabes parar una pelota! Und wir beenden diese Episode mit Back to Back Berlin. Die BR Volleys 2.0 machen Spaß, ja, muss ich zugeben. Aber 1-2 Sachen laufen da auch noch gehörig falsch. Da ist mit Sicherheit irgendwo Ding Dates mit dabei, da habe ich immer Verständnis für. Und am Ende des Tages muss man einen grandiosen Pokeshot von Bum Bum Böhmchen auch einfach mal fallen lassen. Freunde, wollen wir uns mal den Pokeshot angucken? Eine Technik, die im Hallenvolleyball eigentlich nicht verwendet wird, weil da leider zu viele Spieler im Feld stehen. Are you sure about that? Soll's gewesen sein. Ihr könnt jetzt einfach mal unseren Zweitkanal abonnieren, weil da läuft auch regelmäßig grandioser Content von der Eintracht aus Bonten. Und hier oben sind jetzt auch noch die letzten beiden Nasenblutmomente verlinkt.